Übrigens, ich habe ja ein Interview mit der Erde gehabt. Ich meine, das, was vor der Kamera gezeigt worden ist, das war natürlich nur ein Teil von dem Interview. In Wirklichkeit hat sie einige strittige Äußerungen zurückgenommen und hat die Lage auch nochmal enorm entspannt. Doch. Also man sollte sie jetzt, also zum Beispiel hat sie gesagt, sie garantiert, dass sie uns den Boden nicht unter den Füßen wegzieht. Das fand ich gut. Ja, sie hat aber auch gesagt, also wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr schon sehen. Das fand ich auch gut. Also es hat ja ein klarer Hinweis, dass wir dann schon sehen werden, wenn wir so weitermachen. Das ist ja das Interessante, so ein Himmelskörper wie die Erde, die hat ja eben auch schon mitgekriegt, wie Arten komplett verschwunden sind. Also, aber, was viel wichtiger ist, sie hat auch mitgekriegt, wie Arten den Planeten übernommen haben. Also, es gibt ja die Optimisten, nee, es gibt die Pessimisten, die sagen, die halbe Erde ist dunkel. Und es gibt die Optimisten, die sagen, ja, die halbe Erde ist auch hell. Also das ja, hängt ja immer zusammen. Ja, es ist ja nie der ganze Planet dunkel. Es ist immer, die eine Seite ist beleuchtet, die andere ist dunkel. Also ist das mit dem halben Glas voll oder halben Glas, ne, Sie wissen schon. Also sie klang eigentlich optimistisch. Sagen wir mal, mit so einem gesunden Schuss Skepsis. Sie hält uns für verrückt. Aber nett. Ja, jetzt wissen Sie ja natürlich auch, nett ist ja nur die kleine Schwester von Also wir sollten uns mehr anstrengen. Und zwar deutlich mehr. Es war so ein Gespräch, wo ich das Gefühl hatte, ich gehe zu einer Bank und will Kredit. Und am Anfang gibt sie mir gar keinen Kredit. Und später hat sie dann gesagt, naja, unter bestimmten Bedingungen, wenn sie mir Sicherheiten geben, dann könnte ich mich vielleicht dazu herablassen oder ich könnte mir vielleicht nochmal überlegen, dass ich ihnen vielleicht doch nochmal Kredit gebe. So kam mir das vor. Und ich habe natürlich geredet wie ein Weltmeister, also nicht wie ein Wasserfall auch. Und so richtig sind wir nicht einig geworden. Es ist halt tatsächlich immer so eine Spekulation in die Zukunft. Sie investiert ja gerne in uns, aber ich glaube, so richtig überzeugt habe ich sie nicht. Während wir uns unterhalten haben, ist nämlich in Mexiko eine Klimakonferenz. Die hat da angefangen. Und wir haben noch so auf den Schirm geguckt und haben noch so gedacht, ach, jetzt fangen die ja wieder an da. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, da gucken Sie doch, die haben doch gar kein Interesse daran, wirklich was zu tun. Sag ich, na ja, also immerhin, man trifft sich doch schon mal und man redet schon mal drüber. Daraufhin sie, ach ja. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Dabei würden wir doch sehen, dass es warm wird und ihr wird es besonders warm, hat sie ja. Und dass diese Leute da in Mexiko das nicht merken, dass ja Cancun oder so ähnlich heißt das. Da sitzen die jetzt alle und versuchen mal wieder drumherum zu kommen, Ja zu sagen zu klimakühlenden Maßnahmen. Da ist sie natürlich stinkig geworden. Aber ich konnte ihr immerhin erklären, dass heutzutage zum Beispiel Autos schon viel weniger Sprit verbrauchen als früher. Daraufhin sie, ja, sie sind aber viel schwerer geworden. Sag ich, ja, müssen sie ja auch, wegen der Sicherheit. Weil die Leute fahren ja auch schneller. Und wenn man schneller fährt, dann muss man natürlich auch sicherer fahren. Und sichere Autos sind eben Autos, die schwerer sind. Und daraufhin hat sie mir fast einen Vogel gezeigt. Weil wir hätten ja wohl einen an der Waffel. Ich sagte, naja, also Waffeln kann ich Ihnen gern anbieten. Ich muss nur mein Waffeleisen. Nein, Spaß beiseite. Es war ein merkwürdiges Gespräch gewesen. Wissen Sie, wenn man sich mit jemandem unterhält, der so viel weiß, das ist auch für einen deutschen Universitätsprofessor nicht einfach. Man kann eben nicht so machen, diese typische intellektuellen Handbewegung, weil es ist ja alles um einen herum Erde. Es ist ja, der ganze Planet ist ja quasi die Grundlage unserer Existenz. Wenn ich mir also jetzt wirklich vorstellen würde, in welchem Zustand muss sich ein Planet befinden, der uns jetzt schon seit ein paar hunderttausend Jahren aushält. In die Situation kann ich mich gar nicht reinversetzen. Sie ist ja dann auch wieder gegangen. Nicht ohne nochmal zu sagen, passt bloß auf. Und ich habe gesagt, ja, ich gebe es weiter. Ich kann nur sagen, ich bin ja auch nur einer von, wie viel sind wir jetzt eigentlich? Wie viele Milliarden sind wir jetzt? 7? 8? Die Chinesen haben ja angefangen zu zählen. Wahrscheinlich verzählen die sich. Oder es wird noch eine Weile dauern, bis sie sich
zu einer Zahl durchgerungen haben. Während sie sich allerdings zu dieser Zahl durchringen, sind sie schon wieder mehr geworden. Das habe ich auch versucht, der Erde zu erklären, dass die Dinge immer weitergehen und dass man doch die Hoffnung nicht verlieren sollte. Daraufhin schmetterte sie mir noch zu guter Letzt ein "Ja, ja, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, das habe ich schon mal gehört" entgegen. Und dann ist sie gegangen. Und dann steht man da als Mensch und denkt, hoffentlich geht das noch mal gut. Mal gucken.